So, liebe Freunde, willkommen zurück. Neue Folge Politik Simulator 4 mit unserem Österreich, wo wir nur noch 12% Beliebtheit haben. Das heißt, es könnte eventuell schon bald vorbei sein. Ich hoffe es nicht und das Parlament kann uns ja auch nicht mehr das Vertrauen entziehen, glaube ich. Aber, lassen wir uns mal überraschen. Wir haben gar nicht so viele Gesetze eingebracht. Es waren gerade mal 2 Stück, die auch nur ein bisschen die Menschenrechte eingeschränkt haben. Noch nicht einmal arg. Und wir haben hier Aufstände noch und nöcher. Und wir gucken mal, was jetzt hier kommt. Also, Agent bei Mission getötet. Ja, was auch sonst. Unser eingeschleuster Agent wurde enttarnt und ermordet. Die Terroristen fanden heraus, dass sie für uns arbeitet und schickten ihren Kopf per Postpaket. Das ist sogar schlimmer als eine abfallende Kurve auf einem Lloyd-Diagramm zu sehen. Wie auch immer, dieses Paket zeigt eine starke Bedrohung unseres Landes auf. Wir müssen Gegenmaßnahmen ergreifen. Und immer dasselbe. Gut. Strafgesetz über die Kritik am Staat. Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist verabschiedet. Sehr schön, das Gesetz ist also jetzt durch. Der Innenminister. Entertainer und Journalisten demonstrieren gegenwärtig in der Stadt. Es ist eine Berühmtheitendemonstration, die gleichzeitig von denen, die demonstrieren, auch übertragen wird. Ich brauche Ihnen nicht extra zu erzählen, dass die Bewegung bereits das volle Medieninteresse gewonnen hat, besonders da die Transparente viel packender sind, als wir es sonst gewohnt sind. Okay. Hier wieder die Pazifistenunion. Die Demonstranten haben vor, ein mächtiges Signal an die Regierung zu senden, um ihre Opposition auszudrücken. Bis jetzt haben wir keine gewalttätigen Zwischenfälle zu melden. Die Demonstranten und ihre üblichen Poster mit lächerlichen Karikaturen und blödsinnigen Refrains ziehen durch die Straßen, vorneweg ihre Führer, die von ein paar Intellektuellen und betroffenen Künstlern begleitet werden. Okay, also ihr merkt, okay, Rücktrittswunsch. Herr Bundeskanzler, unsere Indikatoren sind schlecht, die Kaufkraft düppelt dahin und die Steuern erreichen ein Rekordniveau. Ich bin ganz klar gegen diese radikale Steuerpolitik und bitte Sie, meinen Rücktritt zu akzeptieren. Okay. Ja, soll er halt gehen. Populäres Sit-in. Ungefähr 2520 Demonstranten sind in zahlreichen Straßen der Hauptstadt zusammengekommen und suchen offensichtlich nach einem symbolträchtigen Ort, den sie erobern können, Herr Bundeskanzler. Ihr extrem diktatorisches Gesetz, so sehen es die Menschen, ist der wichtigste Grund für diese enorme Unzufriedenheit des Volkes. Extrem diktatorisches Gesetz. Welches? So. Und hier 5833 Personen demonstrieren in Wien. Sie wollen ihre starke Opposition gegenüber der Politik der Regierung äußern, wie einige ihre Banner, Slogans und Handzettel bezeugen. Die Prozession ist im Moment ruhig, aber es kann immer zu Zwischenfällen am Ende einer Demonstration kommen. Deshalb habe ich meine Männer gebeten, aufmerksam zu bleiben. Ja, gut, hier haben wir weitere Katastrophen in Deutschland. Was haben wir hier? Kälteeinbruch, 2 Tote. Hier wieder die Hungersnot. Hier haben wir Sit-in, hier werden wir im Fernsehen auftreten. Und wir haben die Zeitung, die natürlich nicht gut über uns berichten wird. Ist klar, Verkehr ist unmöglich, weil die Straßen alle blockiert sind. Die Barrikaden werden verstärkt. Also hier rebelliert im Moment so ein bisschen das Volk. Erinnert mich auch so ein bisschen an das, was im Moment in Polen abgeht. Um mal so einen kleinen Schwung wieder Realpolitik reinzubringen. In Polen, ihr werdet es ja mitbekommen haben, findet ja im Endeffekt ein Stück weit das statt, was hier wir jetzt versuchen, ein Stück weit nachzuspielen. Die Polen beginnen sich wieder ein bisschen zu nationalisieren. Radikalisieren kann man jetzt vielleicht noch nicht sagen. Aber gewisse Rechte einzuschränken. Staatsfernsehen, ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen. Dass Sender, also Privatsender oder Sender, die vorher frei waren, wieder unter die komplette Kontrolle des Staates so ein Stück weit gefallen sind. Redakteure wurden entlassen. Also ihr kriegt es in Polen ja im Moment mit, was so ein Stück weit abgeht, was die Gesetze angeht. Und auch da finden ja Massendemonstrationen statt. Ich glaube, allein in der ersten Maiwoche war wieder eine Demonstration mit 280.000 oder sowas. Also Polen ist da im Moment auf keinen sehr guten Weg. Aber anders als bei uns im Spiel hält sich da die Regierung doch irgendwie halt an der Macht.
Also wir im Moment auch noch. Also mich wundert es gerade mit 12%, dass wir da überhaupt noch in der Macht sind. Meistens sind wir da jetzt schon längst, weiß Gott wo. Die Situation wird von Tag zu Tag schlechter. Ja. Und es scheint nun schwierig, den Trend umzukehren. Es ist wahrscheinlich besser, dem Lauf der Dinge vorzubeugen und in Ehren abzutreten, als ein schmähliches Ende ertragen zu müssen in den nächsten Tagen. Nein, wir lehnen ab. Das hören wir uns gar nicht an. Natürlich lehnen wir das ab. So, ihr Auftritt im Fernsehen wurde aufmerksam verfolgt, wie immer. Es scheint nun, als wären die Demonstranten geteilter Meinung. Auf jeden Fall haben sie etwas bewirkt. Bleiben Sie dran. Das ist hier unser Auftritt dazu. Ihr seht hier, dieses noch ein bisschen verbuggt mit diesen Zahlen. Ich verstehe die Enttäuschung, ja sogar den Unmut der Protestierenden. Doch heute bitte ich Sie offiziell darum, um des Friedens willens nach Hause zu gehen. Anschließend wird die Regierung die Verantwortung für die Untersuchung und die Antwort auf Ihre Anfragen übernehmen. Gut, ja, 7%, also. Ich fürchte ja fast. Gesetz über Befugnisse des Parlaments. Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist verabschiedet. Okay, das Gesetz ist durch. Hier wieder gegen die autoritäre Politik der Regierung sind wieder Menschen. In vielen Städten des Landes finden gerade sind wieder Menschen auf den Straßen, das sind wir schon gewohnt. Und Posten zu vergeben, richtig. Nein, das machen wir selbst. Also, da hat er was Gutes gesagt. Wir müssen rein ins Kabinett. Denn der Wirtschaftsminister ist ja zurückgetreten. Ich kann mir nicht erklären, warum. Aber okay, wir müssen diesen Minister neu besetzen. Wirtschaftsminister. Natürlich gucken wir Partei an der Macht. Jemand, der uns einigermaßen mag. Warum mögen die uns alle nicht? Ich verstehe das gar nicht. Wir können uns ja, Moment, wir können uns ja mal bei den anderen Parteien umschauen. Andere Parteien. Und zwar bei den Rechten. Aber die mögen uns auch nicht. Konservativ. Mit der haben wir ja. Okay, die haben wir ja ein bisschen bestochen. Gut, nehmen wir die. Schlechte Karten. Man darf nicht alles in einen Topf werfen. Okay. Familie und Freunde. Mutter des Staatschefs. Ehefrau des Staatschefs. Ja. Ich bedauere, aber dieser Posten entspricht weder meinen beruflichen Kompetenzen, noch interessiert er mich. Simone LP, ja. Wird Zeit für eine Scheidung, oder? Mann, Mann, Mann. Ich bedauere, aber dieser Posten entspricht weder meinem Beruf. Also das ist schwer, hier irgendjemanden einzusetzen, der uns loyal gesonnen ist, sagen wir mal so. Setz mal den ein, komm. Ich bedauere, aber dieser Posten entspricht weder meinen beruflichen Kompetenzen, noch interessiert er mich. Da irgendjemand in der Lage sein, hier Wirtschaftsminister zu machen. Oh Mann. Ich bedauere. Ja, okay. Gut, dann müssen wir das anders lösen.
Ja, befragende Autobahn. Hier muss er den Rücktritt akzeptieren. Da gucken wir mal. Das sind die Katastrophen. Ende des Streiks hier. Okay, hat 4 Tage gedauert. Nur noch 4% Beliebtheit. Hm. 0% Beliebtheit. Ach du Scheiße. So. Demonstration für den Rücktritt der... Was? Der Chefin? Wieso der Chefin? Welche Chefin soll denn hier bitte schön zurücktreten? Hallo? Ich bin auf dem Marktplatz. Es ist soweit. Sie fluchen. Das Volk ist auf der Straße und man spürt seine Verzweiflung. Nach allem, was sie ihnen aufgezwungen haben, war das zu erwarten, oder? Es ist bewegend, alle diese Leute zu sehen. Jung und alt bilden eine Front und alle schreien die gleichen Schimpfwörter hinterher. Ich würde es an ihrer Stelle genauso machen. Ach was, ich bin einer von ihnen. Rücktritt, Rücktritt, Rücktritt! Nichts da. Ihre Situation ist kritisch. Eine riesige Versammlung hat sich gerade in dieser Stadt zusammengefunden. Ja, das wissen wir. Wir treten nicht zurück. Was? Spezialausgabe? Die letzten Stunden von Tom LP. Okay, der Regierungspalast ist gestürmt worden. Wir sind offenbar geflüchtet. Tja. Meine Freunde, das war's. Wir wurden hier doch recht schnell... Nein, das möchten wir nicht. Doch recht schnell dazu gezwungen, abzudanken. Ihr habt es gemerkt, wir haben eigentlich jetzt gar nicht so viel gemacht. Wir haben lediglich das Parlament ein Stück weit die Rechte beschnitten, wobei das Parlament auch dafür war. Und wir haben lediglich die Meinungsfreiheit ein Stück weit zurückgenommen, dass es nur noch an die... dass es verboten wurde, den Staat zu kritisieren. Wir haben nichts anderes gemacht. Das waren die einzigen 2 Gesetze, die wir haben ins Parlament gebracht, die auch durchgegangen sind. Und diese 2 Gesetze, das waren ja nur kleine Abstufungen, das waren noch nicht einmal radikal gewählte Sachen oder sagen wir mal so, wir sind nicht in die Vollen gegangen, sondern wir sind immer nur stufenweise vorgegangen. Und trotzdem, habt ihr es gemerkt, sind wir innerhalb von 5 Folgen müssen es, glaube ich, gewesen sein, jetzt komplett abgewählt worden bei 0% Beliebtheit. Ist also gar nicht so einfach, ein Land in die Diktatur umzubauen. Ich frage mich, wie das wird, wenn wir dann ein Land von der Diktatur in die Demokratie führen wollen oder beziehungsweise mit der Türkei das Land dahingehend umbauen wollen. Tja, das wird noch eine ganz spannende Sache. Also wie wir es noch langsamer hätten machen sollen mit Österreich, weiß ich nicht. Vielleicht muss man das wirklich über Jahrzehnte umbauen. Kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Vielleicht hätten wir eher eine Partei verbieten, aber dann hätte es Proteste gegeben, wenn wir sofort eine Partei verbieten lassen, ohne da Beweise zu finden. Naja, also das war jetzt ein relativ kurzes Let's Play, eine relativ kurze Staffel. Wir haben es aber versucht, wie gesagt, ihr habt es gesehen, dass es halt wirklich alles andere als einfach ist. Und das war jetzt nur der normale Schwierigkeitsgrad, das war nicht mal der einfachste, beziehungsweise auch nicht der schwerste. Ups, weder der einfachste noch der schwerste, das war der normale Schwierigkeitsgrad und wir sind da gnadenlos gescheitert innerhalb von 5 Folgen. Ja, Fazit, hat Spaß gemacht, aber wir hätten es vielleicht langsamer angehen lassen sollen. Vielleicht hätten wir, keine Ahnung, wir hätten eine andere Reihenfolge nehmen müssen. Keine Ahnung, was da jetzt der falsche Schritt war. Aber ja, ihr habt es halt gesehen. Es ist halt mal nicht mit paar Mausklicks geändert, sondern sobald wir in diese Richtung geht, ist das Volk sofort auf den Beinen und zwingt einen zum Rücktritt. Na gut, wir werden, denke ich mal, in der nächsten Staffel dann uns erstmal die Türkei anschauen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen, die Türkei in die andere Richtung umzubauen.
und vielleicht sogar dazu zu bewegen oder dazu bringen, die Türkei in die EU aufnehmen zu lassen. Ob das so einfach wird, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass das innerhalb von ein paar Folgen scheitert, so wie jetzt mit Österreich. Ist echt schade. Tut mir leid, dass es so eine kurze Staffel war, aber ja, es ist halt, wie es ist in dem Fall. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann hier, ich weiß auch nicht, wann es dann losgeht, aber irgendwann dann mit Sicherheit schon die nächsten Tage mit einer neuen Staffel. Und dann wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht 100% sicher, wahrscheinlich dann eben mit der Türkei, wo wir dann eben den Weg in die EU finden wollen. Gut, dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.